Oh. Na, das ist mal eine Überraschung, ne? War wohl ihre Seele, oder was war das? Dann hast du nicht alles vergessen, was Wesemir dir beigebracht hat. Ein Hexer kann das Essen, das Trinken und sogar das Atmen vergessen. Aber ein Hexer vergisst niemals, sich um seine Klinge zu kümmern. Ja, das habe ich auch ständig wiederholt und es wurde mir nie langweilig. Was für eine Kreatur war das? Was Kreatur? Von der du die Narbe über dem linken Auge hast. Die ist neu, die kenne ich noch nicht. Eine Erinnerung an die Gorgo von Spala. Eine Erweiterung meiner Sammlung, nichts Besonderes. Aber deine ist dafür gut verheilt. Avalach. Er hat ganz spezielle Salben für mich zubereitet. Aber das war, bevor der Fluch von ihm Besitz ergriffen hat. Wo er jetzt wohl sein mag? Wir haben den Fluch gebrochen. Er wartet in Kaer Morhen auf dich. Meinst du das ernst? Wahrscheinlich schon, bei sowas würdest du nicht scherzen. Das ist ein schönes Erwachen. Du vertraust ihm? Avalach? Er hat mich nie im Stich gelassen. Kein einziges Mal. Wie ist es gekommen, dass du mit Avalach gereist bist? Als ich dich und Yen auf der Malus-Insel verlassen hatte, wurde ich verfolgt. Eredin und seine roten Reiter waren mir auf den Fersen. Ich bin durch viele Welten geflohen, viele Male. Einmal hätten sie mich fast erwischt. Da ist Avalach aufgetaucht, aus dem Nichts. Er hat ein Portal gefunden und uns in eine Welt gebracht, in der uns Eredin nicht finden konnte. Ungefähr ein halbes Jahr lang. Wieso bist du wieder zurückgekommen? Ich dachte, die Jagd hätte endlich meine Spur verloren. Ich dachte, ich wäre sicher. Außerdem wollte ich dich finden. Dich und Yennefer. Du hast nach uns gesucht, wir haben nach dir gesucht. Oft hatte ich das Gefühl, dass du nur einen Schritt entfernt bist. Dann wieder dachte ich, ich würde mich im Kreis bewegen. Das überrascht mich nicht. Manchmal bin ich wirklich überstürzt geflohen. Also, erzähl mir, wie alles gekommen ist. Schritt für Schritt. Eredin hat uns aufgespürt, als wir auf Azgellig gelandet waren. Kurz darauf waren wir schon von Reitern umzingelt. Ich dachte, das wäre das Ende. Aber Eredin hatte andere Pläne. Er holte das Phylakterium heraus, entkorkte es. Wir waren von Nebel umgeben und Avalach begann, nach Luft zu schnappen. Hat Eredin so Avalach verflucht und seine Verwandlung in Uma ausgelöst? Ja. Er wollte ihn nicht töten, nur erniedrigen. Aber Avalach wollte sich nicht kampflos ergeben. Er wirkte einen Zauber, der unter den Reitern großen Schaden anrichtete. Und auch einen halben Wald auf Azgellig verwüstete. Aber er verschaffte uns auch Zeit zur Flucht. Avalach öffnete ein Portal und ich sprang hinein. Er sollte mir folgen, aber irgendwas ging schief. Der Fluch behinderte ihn und er erreichte das Portal nicht mehr rechtzeitig. Wir hatten uns geeinigt, dass wir uns in seinem Versteck in Velen treffen, sollte etwas schiefgehen und wir getrennt werden. Aber ihr habt euch dort nicht getroffen. Nein, haben wir nicht. Sobald ich im Portal war, bin ich statt in Avalachs Versteck mitten im Buckelsumpf gelandet. Ich bin den Mumen nur knapp entkommen. Und da kam der Baron. Weißt du, dass er mich zur Jagd mitgenommen hat? Ich habe mit dem Schwert ein Wildschwein erlegt. Hab ich gehört. Reiner Zufall. Ich wollte an dem Tag nicht jagen, aber ich wollte auch nicht ablehnen. Ich hatte nichts dabei, was einer Jagdwaffe entsprach. Ich wollte nicht jagen. Ich bin durch den Wald gestreift, habe die Luft tief eingeatmet und dann plötzlich ein seltsames Geräusch gehört. Hat dich das Schwein angegriffen? Mhm. Groß wie ein Büffel kam es direkt auf mich zu. Ich hatte nur mein Schwert. Ich musste es erlegen.
Du hast dich gut geschlagen, so wie es die Männer des Barons erzählt haben. Alles einfache Soldaten. Aber wir haben uns blendend verstanden. Schade, dass ich fliehen musste. Aber ich wollte sie nicht der wilden Jagd ausliefern. Außerdem wusste ich da schon, dass der Fluch vorangeschritten war. Deshalb suchte ich nicht länger nach Avalach, sondern nach dir und Yen. Gut, den Rest kenne ich. Ja. Ich denke, den Rest kenne ich. Wir sollten aufbrechen. Ich habe ein Boot am Strand. Sobald wir anlegen, reiten wir nach Kaer Morhen hin. Gut. Ganz gewöhnliches Reisen. Das war schon immer besser. Doch ein Portal wäre schneller. Und würde uns Eredin direkt auf den Hals hetzen. Das sollten wir nicht riskieren. Außerdem hasse ich Portale. Hat er ja letztens wieder tolle Erfahrungen gemacht, ne? Im Fluss. Verdammt. Wir sind schon weg, oder was? Was soll das? Hör zu, wir müssen überlegen, wie wir... Oh, es wird kalt. Bring uns weg von hier. Sie werden wissen, wohin wir gehen. Sie werden mich finden. Das wissen Sie jetzt schon. Ciri, bring uns nach Hause. Und tschüss. Da ist jemand ungeduldig. Na, na, ganz ruhig. Was zum? Willkommen zurück, Kind. Ciri! Mann, bist du hübsch geworden. Stehen wir hier nicht rum. Begrüßt lieber die anderen. Ihr habt euch gar nicht verändert. Ihr... seid so wie in meiner Erinnerung. Was? Oh. Kleine Schwester. Was macht ihr denn hier? Und jetzt? Alle sind hier, die du um Hilfe gebeten hast. Avalach ruht sich im Turm aus. Sein Zustand ist immer noch schlecht. Kein Grund, das hier draußen zu tun. Kommt rein. Ach so, hätte ich lieber erst die Freunde beten. Also, Moment mal. Ja. Ich glaube, ich sollte nicht schön dich wiederzusehen sagen, wenn Yennefer davor steht, ne? Uns bleibt kaum Zeit. Die wilde Jagd wird bald hier sein. Schön, dich zu sehen, Triss. Ja. Bedank dich bei Yennefer. Sie hat mich eingeladen. Wir besprechen das später. Wir sollten uns beraten. Drinnen. Ja, ich hätte, glaube ich, erstmal die anderen Typen da um Hilfe bitten sollen. Yen, du kennst die wilde Jagd besser als alle anderen. Was kannst du uns über die Magie sagen, die sie benutzt? Ihre Navigatoren öffnen Portale, denen wir vielleicht Demeritium oder unsere eigene Magie entgegensetzen könnten.
Außerdem beschwören sie die Kälte, die sich in der Leere festsetzt, die sie durchschreiten. Wir sind einfach zu wenige. Das wird ein harter Kampf. Ja, kann ich sie jetzt nicht holen gehen, die Freunde da? Wusste ich nicht, dass man die erst holen muss. Ich wollte erstmal Ciri holen und danach die Freunde, aber geht wohl nicht, ne? Da stand ja Quest fehlgeschlagen. Ich wusste jetzt nicht, dass das diese Quest ist. Was machst du denn hier? Komm mal rein. Da hat ja jemand gute Laune. Wenn sie bluten, können wir sie töten. Wenn sie bluten können... Was stand da? Manchmal steht da was, aber der Ton kommt nicht. Komisch. Sie ist eine von uns, Geralt. Wir lassen nicht zu, dass sie sie kriegen. Wieso höre ich nichts? Komisch. Verdammter Schrotthaufen. So weit ja, das dauert doch ein paar Stunden, bis die hier hochkommen, ne? Ja, betritt die Festung, komm ich. Grüß dich, Wolf. Ich gehe einfach mal. Jetzt dauert ja Jahre, bis die Frauen da ankommen. Ich glaube, Kera ist auch hier, oder? Ich hatte die doch hier hingeschickt. So. Eine Illusion. Hm, ist das denn? Sei gegrüßt, Geralt. Wenn ich heute sterbe, will ich dabei wenigstens umwerfend aussehen. Ah, tatsächlich. Wirfst du dich für die wilde Jagd in Schale? Frauen werfen sich nur für sich selbst ins Schale. Wie gut, dass du hier bist. Es ist schön, dich wiederzusehen. Ja. Du wirst keine großen Annehmlichkeiten finden. Fühl dich trotzdem wie zu Hause. Gut, ein paar Freunde wären nicht schlecht, ne? Ich glaube, ich musste mit Dijkstra oder so reden. Ruft alle zusammen. Wir müssen reden. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Die wilde Jagd wird bald hier sein. Sie ist hinter Ciri her. Will sie mitnehmen. Wir werden sie aufhalten. Woher willst du überhaupt wissen, dass die Jagd auftaucht? Sie weiß immer, wohin ich mich teleportiere. Und sie bewegt sich blitzschnell von Ort zu Ort. Und wie lautet unser Plan? Ja. Wir sind nicht viele, aber ich würde jedem von euch mein Leben anvertrauen. Arbeitet zusammen, dann können wir die Jagd besiegen. Wenn sie angreifen, wird Yen die Festung mit einer magischen Kuppel abschirmen. Die Jagd muss außerhalb der Mauern landen. Wenn sie im Wald verstreut sind, könnten wir kleine Gruppen von Reitern verfolgen. Einen Freiwilligen für die Jagdgesellschaft gibt es schon. Ich bin der Zweite. Die Jagd wird versuchen, durch Navigatorenportale in die Festung einzudringen. Gegen diese Art von Magie kann ich nichts ausrichten. Deshalb müsst ihr so viele wie möglich schließen, während ihr im Wald kämpft. Lambert wird Demeritium-Bomben für uns herstellen. Weißt du die Formel noch? Aber klar. Ausgezeichnet. Irden müsste auch bei den Portalen funktionieren. Ich gebe jedem von euch außerdem noch ein Amulett, das ihr durchbrechen könnt, um unsichtbar zu werden. Aber der Zauber hält nur, wenn ihr stillsteht oder euch langsam bewegt. Wenn ihr hastige Bewegungen macht oder gegen Feinde kämpft, seid ihr sichtbar. Außerdem können sie euch hören und riechen. Wenn ihr auf eine große Einheit stoßt, greift nicht an. Gebt Triss Bescheid. Sie unterstützt euch. Ich warte auf euer Signal. Sobald ich es sehe, lasse ich Feuer auf den Wald regnen. Alles klar. Ciri ist bei dieser ganzen Sache am wichtigsten. Die Jagd ist hinter ihr her und wir müssen sie um jeden Preis verteidigen. Was soll ich machen? Du bleibst im Burgfried. Wenn sie durchbrechen, werden wir alle kommen, um dir zu helfen. Das kommt nicht in Frage. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Daran zweifelt auch keiner. Aber erinnerst du dich noch an den wichtigsten Moment bei der Monsterjagd? Warte auf eine Gelegenheit. Nach der Ratsversammlung gebe ich dir ein Amulett. Wenn du es benutzt, landet ein Feuerball dort, wo du stehst. Für den Notfall. Was können wir sonst noch verwenden? Es gibt noch das Labor.
und die Werkstatt. Vergesst eins nicht. Unsere Ressourcen sind knapp bemessen, unsere Zeit noch knapper. Wir müssen überlegen, welche Waffen gegen die Jagd am nützlichsten sind. Das stimmt. Wir müssen dem Labor und der Werkstatt jeweils einen Waffentyp zuweisen. Wer möchte das Labor benutzen? Ich habe angefangen, Tränke zu brauen. Das würde ich gerne beenden, wenn ich darf. Ich könnte noch mehr von diesen Hexerfallen vorbereiten, aber dazu bräuchte ich die ganze Laborausrüstung. Ja. Wir benutzen seit jeher Tränke. Wir brauchen so viele wie möglich. Reden wir über die Werkstatt. Ich wollte die Mauer reparieren. Aber wir brauchen das Werkzeug auch, um die Trümmer aus der Schmiede zu schaffen. Trümmer? Weißt du das nicht? Vor ein paar Jahren ist das Dach eingestürzt. Hat ein paar exzellente Schwerter begraben. Die könnten wir gut gebrauchen. Die Mauer ist genauso wichtig. Wenn sie hier durchkommen, ist die Belagerung schnell vorbei. Ja. Das Schließen der Mauer hat Vorrang. Wir haben keine Zeit, noch viel mehr zu tun. Alles erledigt? Ja. Ja, erledigt. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. An die Arbeit. Fassen wir zusammen. Yennefer erschafft eine magische Barriere, um den Hauptansturm zurückzuschlagen. Das sollte sie in den Wald treiben. Dort warten Lambert und Geralt. Sie benutzen das Dimerizium, um die Navigatorenportale zu schließen und so viele Krieger wie möglich am Betreten der Festung zu hindern. Triss wartet auf ihr Signal und gibt den Reitern dann Saures. Alle anderen werden gegen die Gegner kämpfen, die es bis in die Festung schaffen. Falls etwas schief geht, geben wir den äußeren Hof auf und ziehen uns in den Burgfried zurück. Denk dran, Ciri darf Eredin nicht in die Hände fallen. Das ist das Wichtigste. Sehen wir uns den Plan der Festung an und überlegen uns die Details. Ich werde das Gefühl nicht los, dass wir etwas Wichtiges vergessen haben. Denk einfach nicht dran. Was ist fertig? Wir hatten wenig Zeit zum Vorbereiten, also nicht viel. Deine Tränke. Danke für alles. Ich sattle die Pferde. Donner haben wir doch. Komm, wenn du bereit bist, in den Wald zu reiten. Okay, verlasse die Festung und begib dich zu Lambert, wenn du bereit bist, der wilden Jagd entgegenzutreten. Ja. Ich schau mal kurz, was habe ich denn hier für einen Trank bekommen? Ich drücke die ganze Zeit das Falsche hier, Moment mal. J. Naja, egal, ich gehe mal kurz hier hin, im Inventar. Weltkarte, wo habe ich denn hier meine Tränke? Inventar. So. Was habe ich denn hier? Überlegene Schwalbe. Verbesserter Donner. Ja, was soll ich denn da mit Donner machen? Nützt doch nichts. Überlegene Schwalbe, ich weiß nicht. 5 Ladungen, ja, ich glaube, das ist besser, ne? Ja. Ich nutze das mal. Vergiftung, Feinden, psychische Chance, regeneriert, Vitalität. Ja, ich nutze das mal einfach hier jetzt. Okay, gut Leute. Das war's dann erstmal mit dieser Folge. Das kannst du natürlich wieder nicht tun. Gut, das war's dann mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und in der nächsten Folge, ja, kämpfen wir wohl gegen die wilde Jagd. Also, vielen Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal, euer Almorema. Tschüss.